Willkommen zurück. Anders als gedacht, gehen wir noch nicht direkt zur Kapelle, sondern wir haben ja hier noch diesen komischen Riss. Da versuchen wir mal zu untersuchen und schauen, was passiert. Ja, trotzdem berühren wir es. Ich habe ja notfalls auch vorher gespeichert. A hand? Anyone? Was machen wir? Druide Weisheit oder Stärke? Ich würde sagen, mit Druide Weisheit werden wir würfeltechnisch erfolgreicher sein. 7 brauchen wir. Hier haben wir plus 3. Wunderbar. Perfekt. Whatever you're doing is working wonders. Now a quick little pull should do the trick. Hello. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. I'm usually better at this. Gut, dann ist uns der Arm nicht abgerissen worden. Wir sind nicht draufgegangen. Wir haben nicht das Unglück heraufbeschworen. Aber wer weiß, was für ein Dude das ist. A bit shocked, but friend, it's a relief and a pleasure to make your acquaintance. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the Norse Lloyd as well. Then I can only assume you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region. No use sugarcoating it, is there? The insertee we speak of, this parasite? Are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? It's a process known as seramorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Surgeon? Uncannily adroit with a knitting needle? You seem to know enough about our condition to realize it's beyond most clerics' skills. Most? No doubt, but I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. Wir haben doch eine geschickte Klerikerin dabei. Und wieso weiß der Typ so viel darüber? As we've established, few enough can. It's not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer. And soon, too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Ja, klingt gut. Dann ist die Gruppe noch größer und in Kämpfen haben wir es dann ein bisschen einfacher. Most excellent. A parasite shared is a parasite halved. Or something to that effect. Oh, but before you think you're about to embark on a journey with most ill-mannered a man, thank you for pulling me out of that stone. It's an act of foresighted kindness, I assure you. For I have the feeling ample opportunities will present themselves for me to return the favor. Wunderbar, wir haben einen neuen Mitstreiter. Der sieht aus... Nee, das ist ein Magier. Wir haben Magier, Schurken, Kleriker, Druiden. Also eine sehr ausgeglichene Gruppe, würde ich jetzt mal behaupten. Äh,
Im Bereich von Zauber kann er sich was aussuchen. Okay. Ja, das sieht gut aus. Auch die Schadenszahlen sehen gut aus. Hat auch noch ein bisschen Flächendamage drauf. Das sieht auch nice aus. Ich würde das hier nehmen, weil hier haben wir Minimum 6 Schaden. Aber egal, der erste Durchgang könnte sowieso ein bisschen tricky werden. Wir müssen uns ja auch erstmal mit dem Game ein bisschen vertraut machen. Ich wollte eigentlich als nächstes zur Kapelle. Aber die Welt hier sieht so schön aus. Könnte ich, glaube ich, auch ohne weiteres hier erstmal so stundenlang durch die Gegend laufen. Ja, ich muss nochmal eben schauen. Ja, wir gehen jetzt den Weg hier durch. Hier waren irgendwelche Personen. Notfalls. You think it's dangerous? Zoru was right. Yellow is a toad and twice as ugly. The thing's dangerous. Leave it for the goblins to kill. And if it escapes, how will you... Oh, a guest. Your skull pounds in response to the prisoner's white-hot stare. Her lips don't move, yet you hear her voice. Get rid of them. Okay, was machen wir? Ja, wir lassen sie verschwinden, aber auf unsere Art. Your words flow to her, though you never speak them aloud. I know what grows inside you, and I know of a cure. Remember how keen she was to leave me to die in the Nautiloid? We can't trust her. Wir versuchen mal zu täuschen. Oh, heute ist mir das Würfelglück hold. Ganz anders als gestern. Mal schauen, bringt das was? He's right. Let's go. We need to check out that blast. You didn't hear it. Shook our camp good, so we came for a look. Ja, das sollte doch machbar sein. Und wieder sind die Würfel gezinkt und wir haben Erfolg gehabt. Sehr schön. Northwest. Look for Nettie. Whatever your wound, she can mend it. And be careful. There are goblin traps everywhere. Nymessa, come. Enough gawking. Get me down. Observe and listen. Dann holen wir sie mal raus. Ja, schade. Ich dachte, ich bekomme hier meine Wächterin. Questionable intellect. Unsurprising. Release me, or enjoy a future as Geich. Ja, sie ist ein bisschen unfreundlich, aber wir wollen natürlich auch unser Team stärken und vergrößern. The atrocities we are becoming. I know a remedy. Release me and I will share it.
Nee, das funktioniert auch nicht. Your desire. Enough dawdling, get me down. Nothing hurts anymore. Ziel ist nicht erreichbar. Ja, das verstehe ich. Aber er hier ist doch... Ah, okay. Ah. The tadpole hasn't yet scrambled all your senses. Auspicious. But the longer we wait, the more it consumes. My people possess the cure for this infection. I must find a creche. You will join me. Careful. She obviously sees your kindness as weakness. Don't let her take advantage. Jo, was ist eine Krippe? It is many things. A hatchery, a training grounds, a shelter. Githyanki protocol is clear. When infected with a Geth tadpole, we must report to Augusto for purification. Wer weiß, vielleicht hat sie ja recht. Vielleicht ist ihr Volk ja wirklich diese Gedankenschinder-Jäger-Art. Predator quasi. A pity that. I made an offer and you accepted. Your fantasy is not my burden. You are full up. Dismiss your weakest warrior. Wir werden niemanden zurücklassen. Very well, but heed my words. The Horned Ones mentioned a camp. One there, this Zoru, has seen Githyanki. A creche must be near. I must interrogate this Zoru. Our very lives depend on it. I will be at your camp. Do not keep me waiting. Gut, was ist jetzt unser Lager? Ich habe nämlich keine Ahnung, wo unser Lager ist, wie wir da hinkommen. Es kann natürlich sein, dass wir nur 4 Person in eine Gruppe aufnehmen können. Ist sehr gut möglich. Ah, okay, ich glaube, hier habe ich was gefunden. Okay. Gut, dann können wir anscheinend wirklich nur eine bestimmte Anzahl von Personen aktiv im Team drin haben. Alles klar. Seems like a good moment to talk. Chatter already, Tusky. I understand much beyond your comprehension. More to the point, I know the cure for our condition. It is imperative we locate a creche. You do well to observe more and question less. Seramorphosis takes all of you. Mind, body, soul. An ordinary tadpole would eat at your memories until they were lost to the void. But our tadpoles are far from ordinary. I wonder if another factor's in play. Yes, in great detail.
It starts with a fever and memory loss. Then you start to hallucinate. Your hair falls out, and you bleed from every orifice. Your bones will change form. Your jaw will split to allow room for four great tentacles. All skin will turn to gore and be shed to reveal new flesh underneath. Then you have ceased to exist, and a mind flayer is born. Ja, das klingt nicht wirklich geil, was uns da bevorsteht. Words forged in steel. May your actions express the same metal. We must find my kind and be rid of the parasite. It's as simple as that. The first symptoms should have long since started, though. That is what puzzles me. Yes, if you give it no further thought. But anomalies lead to surprises. Bad surprises. Besides, what hasn't happened may yet come to pass. Many a good warrior savors the scent of blood in the air. There's no shame in a capricious murder now and again. Too many, though, and you waste energy and dull your weapon. My suggestion, attack with purpose and savor your kills. And if the urge proves too much, well, I'm sure we can find you a goblin or two to carve up. You've no room. Dismiss your weakest warrior. Ja, Gruppierung aufheben heißt das. Speak. You've no room. Okay. Können wir die dann vielleicht in verschiedene Positionen packen? Dass ich quasi sage. Position A oder vorderste Linie, hinterste Linie. Jetzt müsste ich quasi nur herausfinden, wie man okay, erstmal in ein Bärchen verwandeln. Sehr geil. Herrlich. Aber eigentlich wollte ich herausfinden, wie wir jetzt die Gruppe anpassen. Oh, der hat auch nochmal deutlich mehr HP. Sehr schön. Sieht aber cool aus. Enjoying the latest addition to our little group. Laezel is delightful. In a very look at me twice and I'll dismember you kind of way, of course. Oh, what's to tell? I'm a magistrate back in the city. It's all rather tedious. Oh, darling, I'm hurt. I thought we had something special. Okay, das heißt im Endeffekt, wir müssen mit den Leuten reden und dann sagen, du bleibst hier. What's inside? Ja, einfach mal alles mitnehmen. Laezel has a dangerous look in her eyes. Let's just hope she reserves those impulses for any common foes.
must we? No harm in a little mystery, don't you think? I should hope not. Have you ever heard the people who want to talk about themselves? I'm doing you a favor. Sweet of you, but don't worry. I'm sure you'll get to know me just fine by traveling together. No need for interrogations just yet. Thank you. I'm sure we'll get along perfectly well. Gut. If you're sure. Fine. I'll be here whenever you rediscover your taste in company. Gut, dann haben wir sie jetzt hier im Lager gelassen. Sehr schön. Die Personen, die nicht im Team sind, sind grün. Speak. It is done. Sehr schön. Sie ist dabei, weil sie auch verdammt stark ist. Also physischer Schaden, Nahkampf, da haut sie natürlich die meisten und höchsten Schadenszahlen raus. Wunderschön. Let's get going. Gut, dann werden wir diesen Tag beenden, damit wir dann auch weitermachen können. Ah, da oben hat sie was zu berichten, okay. A monster forms inside us, and you think to be idle. I knew your kind to be fragile, but I didn't foresee the severity. Be quick about your rest. We must locate a crash. You would doubt me. I do not trust a common healer to extract a Geth tadpole without killing its host. At a crash, a gust still may cleanse us safely. Take your rest. I will stand watch. Should a single tentacle split your skull, I will not hesitate to end you. Okay. Also die Dame ist ein bisschen grob. Aber das könnte uns im Kampf eventuell helfen. Gut, irgendjemand hatte noch Gesprächsbedarf, das lassen wir mal. Hier. Lager verlassen. Alles klar. Manche Fragen sind innerhalb von weniger Sekunden automatisch beantwortet. Gut. Dann düsen wir mal weiter zur Kapelle. Die da auch schon direkt hier wäre. Und da haben wir auch schon eine menschliche Person, oder? You! Not another step, hear me? Boss! Got company up here! What's this then? Trying to creep around us and loot the crypt? Not happening. Or is it the ship you're after? Don't matter either way. It's ours. All of it. Bisschen gierig, der kleine Zwerg, Goblin, Elf, Halbling. Keine Ahnung, was das ist. Ja, das Schiff kann er doch ruhig haben.
Ja, Einschüchterung weiß ich nicht. First you look, then you touch, then you take. The only thing we're sharing with you is our pointy ends. Get him! Oh Mann, okay, dann hätte ich doch ein bisschen rabiater loslegen können. Wenn die hier sowieso ein bisschen Stress suchen. Die sind zu viert und die haben auch verdammt viel Leben. Aber ich sehe hier nur drei. Auch auf der Map sehen wir hier nur drei. Sehr schön. Das hast du gut gemacht. Aber den werden wir noch mal ein bisschen umpositionieren. Ah, hier hinten ist sie. Sind Trefferpunkte, aber Anni, komm, wir machen mal einen Tank. Wir brauchen, glaube ich, einen Tank. Ah, ein Glück. Er hat auf den Mage, oder sie hat auf den Mage schlafen gemacht. Ich dachte auf den Druiden. Wunderbar. Einmal umpositionieren. Ja, das passt, ne? Ja. Das Bärchen ist ja komplett. Ah, die kriegt zwei rein, okay. Dann nehmen wir mal die 65%. Oh shit. Ah, das könnte mir hier richtig um die Ohren fliegen. Ah, sehr schön. Sie kann potenziell zweimal angreifen. Schade, dass das eben nicht erfolgreich war. Sehr schön. Das hast du gut gemacht. Hast du hier eventuell auch noch etwas? Nein. Ah, schade. Ich wollte mal schauen, ob wir einen Heiltrank auch jemand anders geben können. Sehr schön. Ah.
Okay. Okay, okay, okay. So, das geben wir auf. Und positionieren uns hier ein wenig um. Ach Gott. Jetzt kann ich natürlich nicht mehr in die Wolfsgestalt oder in eine andere Gestalt. Shit. Ja, fehlgeschlagen. Nice. A better position. Okay, ein Glück. So, die drei sind als nächstes dran und dann ist wieder unser Bogenschütze. Das heißt, ich kann mal wieder in eine Tiergestalt. Ich glaube, wir sollten den kleinen Mann hier tanken. Ja, zwei Züge lang greift er uns an. Natürlich wieder nicht genügend Punkte, okay. Aber in Ordnung. Und verfehlt. Nice. Okay, zumindest ein bisschen was gemacht. Don't linger. Oh Mann. Okay, also sollten wir, wenn der direkt vor unserer Nase steht, nicht abhauen. Baller dir ruhig nochmal einen Heiltrank rein. So, unser Magier pennt nicht mehr, oder? Gut, wir können jetzt mit drei... Ja, mit vier... Truppen angreifen. Einmal heilen. Wow. Zwei Punkte. Legendär. Okay. Gut. Dann springen wir mal weiter zu ihm hier.
Wir haben ihm doch zwei neue Magier, Zaubersprüche beigebracht. Wo sind die denn? Sehr schön. Okay, das war mein größtes Problem gewesen. Das war der Bär. Ach Gott. Okay, die Kämpfe sind... tückisch. Dann nehmen wir doch einfach mal den Fernkampf. Okay, kritisch fehlgeschlagen, gut. Dann unseren Spezialist im Fernkampf. Sehr schön fehlgeschlagen. Und eiskalte Druidenpower. Sehr nice. Aber der Kampf war schon mal ziemlich knackig. No. Da hat sie uns das Leben schon mal ordentlich schwer gemacht. How delicious. No time to rest. So, er hat noch ein paar Heiltränke, alle anderen nicht. Gut. Dann durchsuchen wir nochmal eben die Kadaver. Da ist auf jeden Fall ordentlich was dabei an Loot. Vielleicht können wir ja dem ein oder anderen neue Ausrüstung geben. Upsala. Keep your distance. Okay, er ist runtergefallen. Shit. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Denn ich bin nicht so fresh. Und die haben verdammt viel Leben. Oh Mann. Gut, er kann sich nicht noch mal verwandeln. Schade. Ah, shit. Schon wieder denselben Fehler gemacht. Ich kann mit dem Heiltrank nicht andere heilen. At the ready. So.
Dann machen wir hier, glaube ich, erstmal gar nichts. Okay, dann gehen wir. Ich muss mal schauen, wie viele Fernkämpfer wir hier haben. 1, 2, 3 und hier nochmal 4. Das ist hier der einzige, der Nahkampf ist, so wie es ausschaut. Ja. Ich habe jetzt so ein bisschen Panik, dass wir gleich draufgehen werden. Was durchaus passieren könnte. Ah, okay, sowas kann er auch noch machen. So, erstmal sollst du dich bewegen. Oh Gott. Okay, Fehlschlag ist gut. Natürlich. Nee, hier kann ich nichts machen. Hey, someone's in here. Wunderbar, beide erwischt, ne? Ja. Nochmal einen Heiltrank. Wir sind nicht mehr lahmgelegt. Sehr schön. Bis 7. Das ist natürlich jetzt nichts. Nee, das ist eine Pfütze. Das Ziel ist blockiert. Gut, das können wir nicht machen. Sehr schön. Ah, sie kämpft wieder ums Überleben.
Ja, das ist unser Zug, das weiß ich. Und auch noch vergiftet. Nice. Na, das sieht hier nicht so gut aus. Ja, wenn wir den maximalen Schaden haben, können wir den hier wegpumpen. Slow down. Okay. Ich sehe jetzt aber nicht, dass die hier direkt... Ah, da hinten sind noch welche. Nice. Okay, das wird nichts. Da sind wir wieder, als wenn nichts gewesen wäre. Ich muss nochmal hier eben Loot einsammeln mit dem dicken Bärchen. Und der gebrochene Stein ist nach wie vor intakt. Deswegen werden wir hier einfach mal schauen. Ah, das war knapp. Aber das sieht jetzt gut aus. Wir sind nicht reingeflogen. Auch hier ist es verschlossen. Also, um in die Ruine zu gelangen, müssen wir also durch diese Öffnung. Dann müssen wir aber auch kämpfen. Da das jetzt kein einfacher und 0815 Kampf war, lassen wir das erstmal. Was ich machen kann, ist erstmal aus der Bärgestalt raus. Sehr schön, wir sind wieder komplett geheilt. Was sagt die Karte? Ja, rechts war irgendwas, wo wir hoch konnten. Aber ansonsten haben wir hier was. Wir haben die Krippe und wir haben die Heilung. Okay. Aber wir durchstreifen das Land noch mal ein bisschen und machen uns noch mal ein bisschen hier so mit allem vertraut. Ja, das, was jetzt hier ein bisschen schwierig ist, was ich oder woran ich mich noch gewöhnen muss, nach den Kämpfen werden wir nicht direkt geheilt. Das heißt... Okay, auch hier ist verschlossen. Also wenn wir jetzt hier... Ja, so wie vorhin, ein Kampf. Dann fallen wir irgendwo runter. Noch ein Kampf. Könnte das ein Problem sein. So. Ah ne, bei der Luke muss ich natürlich wieder aufpassen. Oder Luke ist das ja nicht. Das ist ja einfach nur kaputter Boden. Was jetzt natürlich nice wäre, das wäre die Klerikerin, weil die natürlich entsprechend gut heilen kann. Aber mir ist eben im Kampf aufgefallen, das werden wir später auch noch sehen. Die Kriegerin kann ihre verbliebene Ausdauer, also die Bewegungspunkte, die am Ende noch übrig bleiben, zu einem Heal umformen. Okay, wir hören hier wieder Stimmen. Was ist hier los? Da haben wir auf jeden Fall erstmal einen Schnellreisespot.
Da können wir nicht runter, okay. Also kann man dann die Kriegerin auch dafür nutzen. Open the bloody gate! Nobody gets okay. In! Zevlor's orders! That pack of goblins will be on us any second! What's going on? Goblins are on our tail! Open the gate, Zevlor, now! You let goblins here? Where is the druid? Please! There's no time! By the nine hells! Open the gate! Damnable roach! Provoke the blade! And suffer its sting. Sehr cool. Und vor allen Dingen sehen die Goblins auch mal richtig geil aus. Sind nicht nur Goblins, sondern auch so eine Art Goblin-Hund. Worg, okay. Okay, und es geht gleich wieder direkt los. Ich habe nicht gesehen, was passiert ist. Wahrscheinlich verfehlt, ja. Der hatte nämlich nur 7 HP, da habe ich gehofft, dass er trifft. Hat er aber nicht. Das ist der Magier. Auch hier wieder 55%ige Chance. Step by step. Dann werden wir mal versuchen, uns so einen Höhenvorteil zu ergaunern. Dafür muss er noch näher ran, oder wie? Gut, wusste ich jetzt nicht. Lernen durch Schmerz. Well, so much for peace. Und hier müssen wir wieder in eine Tiergestalt. Sonst sind wir gleich down. Wunderschön, wieder 30 Leben dazu. Bisschen nach vorne gehen und Zug beenden. Sie wird jetzt hier, das meinte ich, durchschnaufen. Nutzt deine Ausdauer, um dich zu heilen. Wenigstens auf den drauf. Irgendwas mit Rettungswurf, aber keinen direkten Schaden haben wir gefressen. Ja, die Kämpfer haben so viel Variation und so viele Möglichkeiten. Oh, das noch alles zu ergründen und zu erfahren, wird richtig geil werden. Aber auch sehr schmerzhaft.
Okay, ihr kleinen Viecher. Eigentlich hätte ich auch mit ihm hier nach oben gehen sollen. Ja, 75 ist natürlich immer besser. So, haben wir unseren Mage. Ich kann den schon wieder nicht angreifen. Let's light them up. Jetzt. Und fehlgeschlagen. Nice. So, Madame geht jetzt mal ganz weit nach vorne. Ja, ich glaube, ich sollte mich erstmal darum kümmern, was bei mir hier direkt vor der Haustür ist. Sehr schön, da kommen wir hin. Und weg mit dir. Okay, ja, gut, jetzt wo ich vorhin springen gesehen habe, ich glaube, ich sollte mal versuchen, nachher mit dem Typen hier hoch zu springen, damit wir den Höhenvorteil haben. Okay, diejenigen, die angeschlagen sind, auf die sollte ich auch drauf gehen, weil wenn wir sie killen, bekommt die ganze Gruppe EP. Kann ich ein bisschen EP klauen. Was war das? Okay, gut. Da hat er schon mal ein bisschen was gefressen an Damage. Allen kann er sich auch mal. So, nee, die soll nicht Fernkampf machen, sondern Nahkampf. Die haben beide 7. Okay, dann versuchen wir den wegzuwemsen. Kritisch fehlgeschlagen. Nice. Time to push my luck again. On my way. Okay, gut. Ja, fehlgeschlagen, aber trotzdem irgendwie 2 Punkte Schaden bekommen, oder wie? So, kann er jetzt hier irgendwo hochspringen?
Nein, irgendwie nicht. Na, verfehlt, okay. Interessant, jetzt kann ich mit Tabulator hier das Ganze öffnen. Hab ich eventuell auch die Möglichkeit... Ja, guck mal einer an. Das heißt, wir könnten auch Heiltränke hin und her schieben. Ah, und wir können auch immer ein Char wiederbeleben. Gut, dann muss ich nachher mal das Management ein bisschen... Oder was man natürlich auch machen könnte ist, was haben wir hier? 4 bis 13. 0 bis 9, das ist Crap. Gut, kann er natürlich nicht anziehen. Ja, mittlere Rüstung und sowas. Alles klar. 4 bis 7 ist dasselbe Ding. Hier haben wir eine Schaufel. Wir hatten ja irgendwo mal ein Erdloch gesehen, wo wir graben können. Ah ne, das ist nochmal was Schwächeres. Brauchen wir auch nicht. Das Schild könnten wir eventuell gebrauchen. Nee, das funktioniert natürlich auch nicht. Aber hier. Na? Okay, 2 bis 7 ist equipped. Oder habe ich das schon... Ach, egal. Das muss ich später machen. Das jetzt mitten im Kampf ist, glaube ich, keine so gute Idee. Er war am Zug und er ist jetzt auch durch. Er kann nichts mehr machen. Sehr schön. So, plünder ihn aus. I'm Fury. I am Death. Oh Gott. Survival is all that matters. Weg mit dir. So macht das ein Bärchen. Ah, die können auch heilen. Sehr schön. Die könnten auch mich ruhig heilen. Okay, zum Ansehen P drücken. Okay. Zurücklassen, auf dass er verbrennt.
Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Aber gut. Wir looten hier erst nochmal alles. Let's have a look. Da fehlt noch was. Alles mitnehmen. Wer weiß, vielleicht ist das ja mal wieder ein Game, wo... On my way. Na? Leute? Danke. Der Smaragdhain. Ja, vielleicht können wir hier mit Gold wirklich mal wichtige Dinge kaufen. Children here, you fool! We was running for our lives. You led them straight to us, and you let them take the druid too. Unbelievable! Ich bin Druide, ich kann euch helfen. Nein, wir verschwinden nicht. Was machen wir denn hier? Da ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, boah, geil, das ist eine super Antwort. Ja, obwohl die zwei. Tell that to the dead at the gate. Shut it, Horns! I'd be lying dead next to the goblins if you'd stalled any longer. My duty is to this camp. Oh, God forbid you risk your precious tail. But I shouldn't be surprised. Foulbloods ain't known for courage. Oh, wir müssen mindestens... Ja, das wird nichts. Selbst damit. Also wir brauchen jetzt mindestens eine 14. Wow. Wow, das hätte ich nicht gedacht. Die Würfel sind heute wirklich auf meiner Seite. You're right. There's too much at stake. Worried about your precious hides, the both of you. Enough! Squabbling is pointless. The goblins have found us. At least we agree on that. Finding a safe haven. What path lies before me? Forget the goblins. So, wo sind wir jetzt hier gelandet? Oh, die haben sich selbst geheilt. Wieso heilt mich keiner? Oder zumindest unsere Gruppe, die ist ja ziemlich angeschlagen. Ja, wenn wir das machen, gilt das wahrscheinlich als Diebstahl. Na gut, wir haben jetzt neue Verbündete gefunden, da will ich jetzt nicht unbedingt direkt der Assi sein, der hier alles klaut und das neue Bündnis zerstört. Was ist das? Wo kommt der Dude jetzt her? Gut, dadurch, dass da irgendwie grotesker Schlechter stand. Gerade dieses Schlechter ist, glaube ich, ein Indiz dafür, dass das kein nettes Vieh ist. Und fehlgeschlagen, nice. Swift and lethal. Taking position.
Ja, 50%ige Chance und hat funktioniert. What now? What path lies before me? Ja, der Typ hat aber echt verdammt viel Leben. Schade, wir können ihn nicht mehr angreifen. Na, schade. Let's go. Ah, sehr schön. Danke, dass du mir das gezeigt hast. 138? Wow. Was hat er denn für ein Damage rausgewämst? I should speak up. You are unable to speak. Okay, ich kann im Moment nicht sprechen, dann nehmen wir jemand anders. You have good timing. Never been much of a fighter, so wrestling a bugbear would have gone poorly. But you're not here for heroics, are you? Avernus's stench is all over your skin. Let me guess. Your devil mistress sent you to get her soul coin back. Too bad. I earned it, fair and square. Was erzählst du da? Why, thank you, dread slayer of bugbears. You shall live forever in my memory. Now take my regards back to that pouting Irenes and leave me alone. Then our interests barely intersect. I'm sure there are other bugbears to kill. Best of luck finding them. Okay, da habe ich mich wahrscheinlich in der Unterhaltung nicht so glücklich angestellt. Ich hätte gleich am Anfang sagen sollen, wovon redest du? Keine Ahnung. Aber gut. If not over, then through. Aber sehr nice. Ich dachte, das hier wäre ein sicherer Hafen. Aber dennoch passieren hier gefährliche Dinge. Ah, nein, 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 nein. Onward. Als Bärchen kann ich ja hier nicht reden. Okay, wir können das auch nicht nutzen. Gut. So, unten ist ein grüner Schimmer. Sehr schön. Das ist, glaube ich, immer gut. Aber alles klar. Wir düsen jetzt erstmal weiter, genau. Hier hat sich das Team beim letzten Mal getrennt. Wir werden jetzt mal weiter in den sicheren Hafen gehen. Und hier haben wir auch schon den ersten Punkt, mit der Heilerin zu sprechen. Aber die Krippe zu finden ist auch nicht so weit entfernt. Also beim nächsten Mal werden wir eventuell ein paar mehr Infos darüber bekommen, wie wir geheilt werden können oder ob wir überhaupt geheilt werden können.